Hallo und willkommen zur neuesten Ausgabe des Podcastes der Interessensgemeinschaft Revolution 4849. Und heute spreche ich wieder mit Christian. Hallo Christian. Hi. Und das letzte Mal haben wir uns ja über das preußische Militär unterhalten. Mhm. Und dieses Mal haben wir uns überlegt, wir sprechen wieder über das preußische Militär, aber ja, über den einfachen Soldaten. Was hat er denn getan, wenn er im Quartier war, wenn er im Lager war und halt nicht marschiert ist, nicht auf Wache stehen musste oder gedrillt hat? Mussten die jeden Tag drillen? Konnten die das nicht? Oder was haben sie gemacht bei einer Belagerung, zum Beispiel Raststadt? Gab es Vorfälle auf der Wache oder Kontakt mit der badischen Bevölkerung? Und wenn ja, wie lief die ab? Also, ihr hört, wir haben ein kurzes, prägnantes Thema uns ausgesucht. Und schauen wir mal, wie viele Folgen wir darüber sprechen werden. Ja, um das Ganze interessant zu gestalten, hoffe ich, dass wir mit der preußischen Armee heute abschließen können, damit auch noch andere Themen da drankommen. Eigentlich war das so das letzte, oder waren das so die letzten Themen, die wir uns vorgenommen hatten, glaube ich. Ne? Mhm. Thema der preußischen Armee, und fangen wir einfach mal mit dem Zeitvertreib der normalen Soldaten an. Wenn man jetzt, ich möchte das gerne kurz trennen, weil, nicht trennen, weil zum Beispiel die Soldaten, die im Rheinland und in Westfalen die Aufstände niedergeschlagen haben, die wussten ja, beziehungsweise die Offiziere wussten ja, dass es noch weitergeht nach Baden und in die Pfalz. Und die Soldaten haben tatsächlich noch gedrillt in ihren Quartieren in Iserlohn, Hagen, Elberfeld, Düsseldorf, wo sie alle einquartiert worden waren. Da gibt es zum Beispiel einen Bericht, dass man auch, weil die Einheit wusste, dass sie in die Pfalz musste, hat man in und um Iserlohn sogar noch Klettertraining gemacht mit vollem Feldgepäck. Wie Klettertraining? Ja, die haben Abseilen und Besteigen von. Es gibt da an der Ruhr und so gibt es ziemlich steile Hänge. Auch in Iserlohn selbst, im Sauerland, haben die da ein paar Berge, wo man das durchaus machen kann. Und da haben die dann wirklich trainiert, wie das ist, als wenn sie jetzt in der Pfalz da, die ja auch ziemlich enge Täler hat, wie man sich da durchkämpfen kann und vorankommen, wenn man die Straße halt nicht benutzen kann, weil die blockiert ist. Und das haben die Männer da echt trainieren müssen, die Jungs. Oh, okay. Und das fand ich auch sehr überraschend. Die hatten also wirklich noch Drill. Vielleicht auch mal was Außergewöhnliches, was jetzt nicht so alltäglich war, wie auf dem Kasernenhof vielleicht immer links, rechts, links, rechts. Mhm. Und später dann, während des Feldzuges, gab es das in dem Sinne gar nicht. Mhm. Und in der Kaserne, na klar, was macht ein Soldat in der Kaserne? Du hast da sehr viel Langeweile, ne? Du hast Wachdienst, aber du hast natürlich auch einen Drill. Das wird vom Feldwebel geplant. Beziehungsweise macht er das zusammen mit dem Hauptmann für die Kompanie. Da wird geplant, was müssen wir uns nochmal angucken. Vielleicht ist auch irgendeine Revue vom Prinzen oder Herzog, was weiß ich, geplant. Und dann mussten die Jungs auch noch ein bisschen Formaldienst schieben. Mhm. Das war ja, das ist ja, letztendlich war das Werkzeug in der Schlacht, was die Truppe zusammengehalten hat, was auch für Disziplin gesorgt hat, dass da wirklich alles funktionierte. Und damit das drin blieb und gar nicht verloren geht und die Soldaten immer wieder auch in Action blieben, hat man mit denen halt drin gemacht. Es gab kein Fernsehen, du konntest sie auch nicht vor irgendeinem Computer setzen, um die abzulenken. Die Jungs hatten ja nichts anderes. Und wenn sie dann halt nicht auf Wache waren und in der Kaserne, was machen sie? Dann machen sie Dummheiten. Oder versaufen ihren Sold. Gut, das haben sie eh gemacht, aber dann hängen sie halt den ganzen Tag nur in der Straßen rum, und das gibt dann, sorgt dann auch wieder für Ärger und Unmut in der Bevölkerung der Garnisonsstadt. Also beschäftigt man sie halt mit Drill. Mhm. Schlägt man zwei Fliegen mit einer Klappe, die Soldaten sind beschäftigt, und wer beschäftigt ist, kommt nicht auf dumme Gedanken, vielleicht irgendwelche Reformen anzustrengen und unangenehme Fragen zu stellen. Man schweißt die Truppe zusammen durch den Drill, ganz klar. Und man sorgt dafür, dass sie im Gefecht, dass jeder weiß, wo er hin muss. Man kann natürlich, wenn die Truppe sowieso schon gedrillt ist, und das haben die Preußen ja auch gemacht, dann kann man halt auch die Soldaten so ausbilden, dass sie im Ernstfall auch wissen, was wäre denn die Aufgabe meines Vorgesetzten, weil wenn der fällt, muss ich an seine Stelle treten, und dann waren diese Soldaten dementsprechend auch ausgebildet und konnten dann
wenn der Unteroffizier fällt auch, oder meinetwegen der Feldwebel, der Leutnant, dann konnten die auch sofort die Stelle dann übernehmen. Mhm. Und das System funktionierte prima. Und später auf dem Feldzug, da bleiben wir noch kurz in der Kaserne, das hatte ich ja schon ganz kurz angesprochen, was haben die Soldaten da zur Freizeitgestaltung gemacht? Spielen, würfeln. Also das war jetzt die Frage. Ach so. Ja, klar haben die das gemacht. Das waren ja Wehrpflichtdingarmee, das heißt, du hattest die eine Bandbreite der Bevölkerung da drin. Du hast Leute gehabt, die haben gelesen, die haben aber auch Clubs gegründet untereinander. Da gab es Leute, die haben dann griechische Literatur zusammengelesen, je nachdem ein Gesangsverein, ne, sowas haben sich zumindest zusammengefunden zu einem Chor. Mhm. Es wurde zum Beispiel, wenn du ein Sänger warst, ich habe ja sehr viele Gesangsvereine zur damaligen Zeit, und wenn du eingezogen worden bist und dann hast du dich halt dann engagiert im Chor, muss es dafür zum Beispiel dann keine Wache stehen. Das hatte durchaus auch Vorteile. Und so haben die dann halt die schon dann auch gefunden. Mhm. Du warst natürlich freigestellt von der Wache, musstest dann aber an Pflichtproben sozusagen teilnehmen. Also du hattest schon in gewisser Weise deinen Dienst, dass die Jungs dann nicht in irgendeiner Kneipe proben durften. Ich glaube, das ist vielleicht verständlich. Ja gut, aber ich gehe ja lieber irgendwo singen, als dass ich irgendwo auf Wache stehen muss. Ja, selbstverständlich. Ja, und dann gab es diverse Möglichkeiten, was weiß ich, Kegeln. Ne, war damals auch sehr beliebt bei den Soldaten, wenn man sich Kegeln. Ja, wenn man sich die Tagebücher zum Beispiel durchliest, die gerne die Kegeln gegangen sind, oder einfach nur Angeln oder so. Ich habe ein Tagebuch gelesen. Gut, das ist jetzt natürlich eine Vorliebe gewesen von dem Tagebuchschreiber, aber der hatte auch immer ein, zwei Kameraden dabei, die mitgegangen sind. Mhm. Die hatten vielleicht gerade nichts anderes oder ne, die haben dann einfach auf dem Boot gelegen und Gott einen lieben Mann sein lassen und ihre Freizeit genossen. Ja, andere haben dann die 30 Groschen, die sie dann vielleicht noch übrig hatten, haben sie dann versoffen, dabei ein paar Lieder geträllert, war dann deren Erfüllung. Aber das war so die Freizeitgestaltung der Garnison. Und natürlich hinter dem Weiberrücken her. Ja. Und bitte? Du hast gesagt Buchclubs? Ja, ich persönlich glaube zwar, dass das eher bei den Offizieren der Fall war. Und vielleicht auch die Unteroffiziere rekrutierten sich ja auch aus dem Mannschaftsstand. Ich glaube, das war bei den Mannschaften nicht so weit verbreitet, aber die Offiziere sind auch Soldaten und gehören zum Militär, also können wir auch ruhig über die sprechen. Und griechische Literatur, das kam ja auch später noch in den 1860er Jahren, war das auch noch sehr populär, aber auch die Deutschen, naja, die nennen sie heute Klassiker, also Goethe, Schiller, die waren in der Zeit auch noch sehr populär und man hat dann zusammengesessen, hat rezitiert, hat sich darüber unterhalten, hat natürlich dann auch in diesem Rahmen so, die ein oder andere Freiheit genossen. Zum Beispiel gibt es in der griechischen antiken Literatur ja auch die griechischen Komödien, die sehr frivol sind. Ich meine, heute sitzen die Soldaten vielleicht in irgendeiner dunklen Butze, so kenne ich das aus meiner Bundeswehrzeit, und gucken sich ein Porno an. Die haben sich damals halt mit diesen Büchern oder vielleicht auch mit irgendwelchen Malereien zurückgezogen und dann dementsprechend nicht amüsiert. Also letztendlich, ne? Was machen Männer, wenn sie alleine sind und untereinander? Und während des badischen Feldzuges, schließe ich jetzt daraus, was die Tagebuchschreiber oder aus den Berichten, was die Soldaten so gemacht haben, zum Beispiel, gibt es eine Anekdote, da haben die Jungs sich Zivilkleider bei ihrem Wirt besorgt. Das war allerdings, nachdem Rastatt gefallen war. Die waren in der Nähe von Straßburg stationiert und dann sind die einfach über den Rhein rüber und haben sich Straßburg angeguckt. Also, ne, wie Touristen quasi. War natürlich total verboten. Oder Waffen oder wie? Nein, die haben sich ja Zivilkleidung besorgt. Ne, bei ihrem Wirt haben die sich Zivilkleidung besorgt und sind dann einfach mal rüberspaziert, haben Urlaub gemacht, da quasi sich das angeguckt. Die hatten Freizeit, das war so, wenn du einquartiert wurdest, dann wurde ein Zeitpunkt gesagt, zu dem du zum Appell erscheinen musstest. Da wurde dann die Vollzähligkeit
überprüft und dann wurde auch gesagt, okay, wir rücken jetzt morgen weiter oder wir bleiben noch hier und Bacher hat morgen die und die Kompanie und wir sind raus. Und wenn die wussten, okay, wir haben so einen Tag Freizeit, Drill war eh nicht, dann haben die sich halt einfach mal dünne gemacht, sind über den Rhein, haben sich da in Frankreich angeguckt, ne, Straßburg. Und ja, die Jungs, die kamen aus Brandenburg, die, für die war das ja, das wäre so, als wenn heute jemand sagt, komm, wir fliegen mal eben nach was weiß ich, Miami und dann kannst du die Stadt mal angucken. Das ist natürlich was total Aufregendes. Und das war für die Kinder dann sowas Besonderes. Das wollten die sich unbedingt ansehen. Ist natürlich gut gegangen, wenn das jetzt noch, ich sag mal, unter Feindeinwirkung passiert wäre und die Garnison hätte dann plötzlich ausrücken müssen und Generalmarsch wird geschlagen, die Jungs sind nicht da, sind sie Deserteure im Krieg, ja, stehen sie zack an der Mauer. Das Risiko sind die scheinbar leichtfertig eingegangen, weil sie sich sicher waren, dass eh nichts passiert. Also finde ich interessant. Wieder andere, wie ich schon sagte, mit dem Angeln, die haben das da, also der Tagebuchschreiber führt das natürlich fort und der macht das dann später in Baden genauso. Ein anderer geht, das war allerdings während der Belagerung von Rastatt, da hatten die das Wasser angestaut, damit Rastatt die Mühlen zum Beispiel nicht mehr benutzen kann, um das Getreide zu mahlen, damit die, um die auszuhungern. Dadurch entstand dann natürlich Überschwemmung und da ist er dann baden gegangen. Hat keine Wache gehabt, hat sich dann da ausgezogen, ist ins Wasser gehüpft, ist erstmal ein bisschen baden gegangen, weil er das Bedürfnis hatte, sich zu säubern. Wenn ich das so lese, also haben die oder müssen die sehr viel in Anführungszeichen Freizeit gehabt haben, die sie dann einfach irgendwie versucht haben, totzuschlagen. Das finde ich interessant, weil ich habe immer gedacht, ne, so ein Feldzug, das ist alles irgendwie dauernd in Alarmbereitschaft und dauernd an der Front und dem muss oder dem war scheinbar gar nicht so. Die haben dann ihre Vorpostenlinien gehabt und sobald die Badener dann irgendwie ausgerückt sind, wie zum Beispiel beim Angriff auf Rheinau oder so, wo die dann versucht haben, Lebensmittel reinzuholen, dann sind die Jungs aus ihren Quartieren zusammengetrommelt worden und dann sind die ausgerückt. Aber da stand nur eine dünne Vorpostenlinie, um zu gucken. Also die sind davon ausgegangen, dass da sowieso keiner rauskommt. So ist mein Eindruck gewesen. Ja, und das war halt so die Freizeitbeschäftigung. Die haben dann natürlich auch Kartenspiel gesungen und wenn die zusammengesessen haben im Quartier, keine Frage, ne? Das war denn so Kartenspielen oder so, war das verboten oder würfeln? Jein. Damals, das ist auch wieder so ein, das wird, also ich kenne diese Schilderung aus dem amerikanischen Bürgerkrieg, da wird das sehr oft thematisiert, aber es gibt auch einen Autor, der schreibt das über die Badische Revolution, dass vor dem Gefecht die ganzen Kartenspiele und Würfel weggeschmissen werden, weil das eigentlich Teufelzeug ist und man somit, wenn man fällt, ne, nicht vor den Herren treten möchte. Diese Barriere war eher da. Ich meine, die Offiziere, die haben um Geld Karten gespielt. Das war damals noch ganz anders. Es war nicht verboten. Was natürlich nicht so gern gesehen worden war, wenn die Offiziere Schulden gemacht haben. Deswegen, das war durchaus auch ein Grund, weswegen sie in Anführungszeichen gefeuert werden konnten. Also es wurde ihnen dann nahegelegt, bei zu viel Schulden dann das Amt niederzulegen und auch der Armee und die Armee zu verlassen. Da gab es dann später sogar richtige Formbriefe für. Da gab es so Heftchen, die wurden an die Offiziere verkauft und da konntest du dann, wenn du dann, was weiß ich, Major warst, dann konntest du dieses Heft kaufen und warst du nicht wortgewandt, dann konntest du halt den Text, der da drin stand, übernehmen für dein Schreiben an deinen Leutnant oder wen auch immer du da abmahnen wolltest, weil er dann so viel Schulden hat, dass er dann doch bitte die Armee verlassen soll. Finde ich auch interessant, dass es so Zettelchen oder so Büchchen gab. Ja, so haben sie sich dann beholfen. Wie gesagt, das würde ich so zur Freizeitgestaltung erzählen wollen. Ja gut, dann sind wir schon fertig. Dann schönen Tag, schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Alles klar. lass uns noch dann eben die Wache, was so auf Wache passiert. Vorher hätte ich nochmal eine Frage. Es waren ja auch viele, die waren ja alle für länger verpflichtet, die da in den Feldzügen waren, oder? Nee. Das waren ganz normale Wehrpflichtige. Das hatten wir ja schon, ich glaube, im ersten Teil direkt schon. Ja, ja, also die Wehrpflicht, aber wie lange waren die nochmal dann wehrpflichtig? 2 Jahre. Na, ist ja schon lang. Aber die haben ja auch zum Beispiel Reservisten einbezogen. Also du hattest ja diese 4 Jahre, die du beim Linienmilitär stehen musstest, bei der Truppe und 2 davon in der Reserve. Und als die dann Baden mobil gemacht haben,
Da haben die dann natürlich die sowieso gerade beim in der Linie standen, und die Reservisten haben sie auch noch wieder geholt. Und Landwehrsoldaten waren ja auch dabei. Mhm. Aber im Linienmilitär, die waren schon ein paar Jahre, also zumindest ein Jahr dabei, die waren drin in der Materie, sagen wir so. Mhm. Das waren jetzt keine Rekruten. Gab es denn auch Fortbildungen dann für die oder so? Dass so von wegen Schreinerlehre oder so? Nein, wenn du ganz normal wehrpflichtig warst, du wurdest ja mit 20 eingezogen. Das heißt, eigentlich hätte jeder schon einen Beruf erlernen können. Die haben ja mit was weiß ich, 12, 13 Jahren haben die ja ihre Lehre angefangen damals. Hm. Dann kamen die Wanderjahre, und als sie dann wirklich hätten anfangen können zu arbeiten und Kohle zu machen, mussten sie ja zum Militär. Das war ja der Kritikpunkt, den die jungen Männer dann immer hatten. Hm. Wenn die letzten Jahre kommen, ne, dann muss ich weg. Was aber war, wenn du Unteroffizier, du konntest ja kapitulieren, hieß das. Du hast dich dann weiter verpflichtet, um Unteroffizier zu werden. Oder Obergefreiter zum Beispiel. Und dann bekamst du die Möglichkeit, in eine Behörde zu wechseln. Also Bahnbehörde, Post, Polizei. Und da hast du dann 3 Monate Probezeit bei der Behörde bekommen, wurdest aber noch vom Militär bezahlt, so eine Übergangsregelung quasi. Das gibt es ja heute noch. Ja, genau. Nur halt kürzer. Heute ist das ja teilweise ein halbes Jahr oder ein Jahr, je nachdem, wie lange du dienst. Und damals war das halt auf 3 Monate begrenzt, und du konntest dann halt, wurdest dann halt vermittelt an eine Behörde, die hat dich testen können quasi. Hat dann gesagt, ja, okay, den übernehmen wir. Und du konntest dann vom Militär direkt übergehen in den Staatsdienst. Für die damalige Zeit, finde ich, ist das schon eine tolle Sache gewesen. Ja. Aber es war jetzt nicht so, dass du auf im Feldzug oder wenn du irgendwo einkaserniert warst, dass du dann irgendwie noch gelernt hast für irgendwas, was du später gebrauchen könntest. Vom Militär aus nicht, ne. Also ich habe es nicht gelesen. Ich will nicht sagen, dass es das vielleicht nicht gegeben hat, aber ne. Es gab gewisse Pensionskassen, wo man hätte freiwillig einzahlen können. Auch Unteroffiziere haben das gemacht und Feldwebel. Mhm. Aber der einfache Soldat, der in der Kaserne in Friedenszeiten hätte er vielleicht sogar die Zeit dafür gehabt, aber ich glaube nicht das Geld. Mhm. Der hat es nicht bezahlt, und der hatte ja gerade mal ein paar Groschen nur über. Da konnte er, wie gesagt, mal kegeln gehen und Bier trinken und sowas. Oder ein Mädchen ausführen mal für einen Tag. Aber große Sprünge war da nicht. Haben die dann, wenn die jetzt beim Kegeln waren, haben die dann das alles selber dann geschnitzt noch, oder gab es das schon so? Nein, das gab schon richtige Kegelbahnen. Das waren meistens an Anbauten. Das hatten wir mal, als wir in dem Freilichtmuseum von Wackershofen waren. Da ist eine, ja. Erinnerst du dich, so eine lange Bahn mit einem überdacht, und da saßen hinter ein paar Jungs, die haben sich da ein paar Pfennige verdient. Mhm. Und die Kegel halt immer aufgestellt. Und die haben die dann über eine Bahn wieder zurückgerollt. Dann haben die das gemacht. Und die Soldaten, die haben dann halt eine Bahn gemietet, wie du es heute auch machst. Und dann Kegeln gegangen. Hast dann Bier getrunken und gegessen. Ja, einen geselligen Abend gehabt. Mhm. Das hört ja auch nicht schlechter. Ja. Eher nicht, oder? Bitte? Im Feld war dann eher nicht mehr Kegeln irgendwie, dass einer gesagt hat, hier, du, ich nehme den Ball mit, und die anderen nehmen, wie heißen die Dinger? Ich wollte jetzt Kö sagen, aber es ist falsch, das Billard. Kegel. Ist ja zu einfach. Ja, das ist so einfach. Ja, also haben die Kegel aufgeteilt, oder das haben sie dann nicht mehr im Feld gemacht? Nein, die als Militärdarsteller muss ich doch nicht sagen, dass alles, was überflüssig im Turnier ist, sofort rausfliegt. Ja, mir schon, aber... Baden ist nicht nur 9 Kegel mit. Das wäre, also mir schon, ich frage ja aber auch in Stellvertretung für die, die ich nicht... Okay, und andere sportliche Aktivitäten, keine Ahnung, im Bürgerkrieg machen sie ja so Baseball und so, gab es denn da in Deutschland irgendwie was? Haben die Fußball gespielt? Nee, Fußball gab es noch gar nicht, das kam, glaube 1860, 70 erst aus England rüber. Ah, okay. Turnübungen waren vom Militär her ja schon eingeführt, sag ich mal. Eingeführt sagen, ja. Mhm. Der Turnvater Jahn hatte während der Befreiungskriege da ja schon ein bisschen dafür geworben. Wer Turnvater Jahn? Ja. Wer ist Turnvater Jahn?
der Begründer der Turnvereine in Deutschland. Ah, okay. Der hatte, in den Befreiungskriegen hatte der auf preußischer Seite gekämpft und hatte dann aufgrund dessen die Turnvereine, die sich danach gründeten, das war ja auch immer so ein revolutionäres Pack, in den Augen der Obrigkeit, weil der Geist der Befreiungskriege, dieser deutsche Geist, dass wir alle ein Volk sind und nicht nur Badener, Württemberger. Was waren denn die Befreiungskriege immer kurz? Wo die Deutschen den Napoleon rausgeschmissen haben. Ah, okay. Also die den ersten der napoleonischen Kriege sozusagen. Ja, genau. Ab okay. 12, 13. Okay. 13. Also praktisch nachdem sie Napoleon rausgeschmissen haben, kamen dann die Turnvereine. Genau. Und dieses revolutionäre Pack. Ja. Also ich glaube, die Turnvereine waren schon immer sehr, sehr freiheitlich. Aber sonst gab es gar keine Mannschaftssportarten oder so? Ist mir nicht bekannt. Selbst das Schwimmen war ja erst, das ist eigentlich nur militärisch gewesen. Ja, also die Schwimmanstalten und so, das war alles nur vom Militär. Da gab es nichts für die Zivilgesellschaft, dass man so wie früher so Schwimmbäder, also mag es vielleicht gegeben haben, aber es war nicht so, dass jetzt alle Leute dahin gerannt sind, um zu schwimmen. Das war einfach nicht so. Und wer außer der Bourgeoisie oder so hatte Zeit für sowas? Ja, die einfachen Leute, die konnten nicht mal eben wochentags, nachdem sie 12 Stunden, 13 Stunden in der Fabrik gestanden haben, nochmal eben Fußball spielen gehen. Weil es die Sportart jetzt noch nicht gab. Ne? Aber die sind dann halt entweder ins Wirtshaus gegangen oder Gesangsverein, das war noch so ein Ding. Aber letztendlich fand das natürlich auch im Wirtshaus statt. Boah. Es ist, finde ich jetzt insgesamt sehr spannend. Ich habe mir darüber auch noch nie wirklich Gedanken gemacht, aber so generell so Mannschaftssportarten oder so, dass es das in der Zeit eigentlich noch gar nicht gab. Also. War zumindest noch nicht so populär. Ich will nicht behaupten, dass es das nicht gab. Ich könnte mir vorstellen, dass in gewissen Ländern, zum Beispiel das Boßeln oder so, wenn ich jetzt an Norddeutschland denke, vielleicht war das schon attraktiv. Da, was ist das Boßeln? Boßeln, das ist, ich kenne es nur heutzutage, da hast du einen Bollerwagen mit Bier und gibst immer eine Kugel und rennst hinter der her. Ja, würde jetzt nicht unbedingt als Mannschaftssport behaupten. Ja, doch, du brauchst schon zwei Mannschaften, die gegeneinander antreten in dieser Sportart. Okay. Ja. Gut. Lass mir das einfach mal so stehen. Ja, gut. Also ich möchte nicht sagen, ne, das ist absolut kein, es ist jetzt keiner von den Tagebuchschreibern, der gesagt hat, ach, ich konnte hier endlich mal wieder, was weiß ich, Cricket spielen oder so. Nichts gefunden. Und deswegen gehe ich erstmal davon aus, dass das noch nicht so populär gewesen ist. Unglaublich. Wieder was gelernt. Andere Zeiten, andere Sitten. Gut. Das ist noch eine Frage. Immer her damit. Ja, es ist überrascht mir jetzt, dass es keine deutschen Sportarten gibt, die hier irgendwie erfunden wurden. Also Volleyball würde ich vom Namen her schon sagen, dass es nicht deutsch ist. Korbball auch nicht so wirklich. Keine Ahnung, Völkerball vielleicht. Ja, oder Handball oder so. Nee, keine Ahnung. Okay, also... Tennis würde mir vielleicht noch... Also das weiß ich, das war ja in Frankreich auch schon attraktiv. Aber jetzt der richtige Mannschaftssport und für die Breite der Bevölkerung ja, würde ich das auch nicht sehen. Wir gucken mal, also vielleicht fällt uns noch irgendwas weiter. Oder ein, ja. Sehr interessant. Okay, dann die Wache. Also wenn du nicht Freizeit hattest, musstest du Wache stehen. Ja, im Grunde kann man das so sagen, pauschal. Wache. Im Friedensfall war Wache fürs Militär der Dienst am Vaterland, wenn man das so schön ausdrücken mag. Wache hatte in Garnisonsstädten natürlich A, den militärischen Aspekt. Also eigentlich gibt es drei Arten von Wachen. Es war einmal die militärische Wache, die man so kennt, ne? Am Kasernentor oder am Stadttor, um einfach Militär abzuschirmen und zu sichern. Dann gingen die
gegen das Militär Patrouillen durch die Stadt, welche auch Feuerschutz und Brandschutz als Hintergrund hatten. Natürlich auch in Hinsicht auf das militärische Arsenal und so, was da lagerte, dass das nicht abbrennt oder gefährdet wird durch Feuer. Mhm. Und als drittes waren das die Ehrenwachen, die zum Beispiel ehemalige Generäle oder so vor ihren Häusern noch bekamen, als Statussymbol oder auch Prestige, ne, oder weiß ich nicht, vor Denkmälern oder so, an berühmten nationalen Einrichtungen Wache zu stehen. Das war dann halt der dritte Teil oder der dritte wichtige Aspekt bei der Wache. Mhm. Was soll ich erzählen? Wache stehen, ich glaube, jeder, der bedient hat, der weiß, was das bedeutet. Man steht eigentlich nur blöd in der Gegend rum und hofft, dass nichts passiert, weil ja, ne, du bist in erster Linie dann der Dumme, der es abkriegt. Mhm. Wenn ich mir jetzt, es gibt ein berühmtes Beispiel, 1848 am 18. März, die zwei Wachsoldaten, die, ich glaube, das war eine Staatsbank, wo die Wache gestanden haben. Na, auf jeden Fall wurden sie da von einem Mob überrascht und mussten dann zu zweit erstmal gucken, dass da nichts geklaut wird, wurden aber übel malträtiert. Und genau so eine Geschichte gibt es auch aus Baden. Ziemlich bitter, wie ich finde. Da war ein junger Wachsoldat auch alleine, stand er vor einem Haus auf seinem Posten. Und dann kamen drei junge Badener, die sangen das Hackerlied und er hat die dann natürlich aufgefordert, dies zu unterlassen. Und aufgrund dessen haben sie sich geschnappt und totgeschlagen. Oh, Kacke. Ja, ne? Und nachdem man ihn dann gefunden hatte, dann wurde natürlich gefragt, wer es gewesen ist. Wollte keiner sagen. Also hat man das ganze Dorf erstmal wieder militärisch besetzt, drangsaliert. Die durften erstmal alles bezahlen, was da anfiel. Mhm. Und dann hat man ein bisschen die Bürger spüren lassen, was das Militär denn von solchen Aktionen hält. Mhm. Aber letztendlich, ansonsten war Wache stehen pure Langeweile. Ja. Das war auch, wenn du zum Beispiel auf Wache geschlafen hast, das finde ich so tragisch, ne? Das ist der langweiligste Dienst, den du machen kannst. Und wenn du dann noch einpennst, kriegst du dafür erst recht noch einen drauf. Also es konnte selbst im Frieden noch zur Todesstrafe führen. Mhm. Wenn du auf Wache gepennt hast. Ne? Und wenn du dann vielleicht noch das Pech hattest, hier im Karzer Wache zu stehen, hier bei den Jungs, die da irgendwie Mist gemacht haben, Disziplinarverfahren, Gefängnisstrafe wegen Trunkenheit oder keine Ahnung, dann stehst du in so einem dunklen Loch, in so einem Gang und musst da die Spinner bewachen, die sich sowieso nicht an die Regeln halten wollen. Das ist nicht populär gewesen, ist meine Meinung. Es gibt ja auch eine andere Geschichte. Da steht einer auf Vorposten in Baden und glaubt, dass der Feind vorrückt und er will dann zurück zu seinem Vorgesetzten, um das zu melden und verläuft sich im dunklen Wald. Ah, oh, okay. Ja, und irrt dann darum, voller Panik. Ist, Gott sei Dank, in Anführungszeichen, war nichts passiert. Ne? Es war nicht der Feind, der hatte im Dunkeln, wenn man so im Wald steht, da sieht man alles Mögliche, nur nicht das, was wirklich da ist. Und Schatten, die rumspringen. Ja, genau. Und dann knackt irgendwo eine Maus im Geäst und schon denkst du, da rückt eine Brigade gegen dich vor. Und er taucht dann aber bei einer ganz anderen Einheit auf, die sich natürlich dann fragen, ist er ein Deserteur, wollte er gerade stiften gehen oder stimmt seine Geschichte? Also, das ist auch nicht ganz ungefährlich. Aber es hat sich dann zum Guten gewandt und ja, konnte das dann scheinbar doch ganz glaubhaft erklären. Ja, aber stehst du dann einfach alle 500 Meter steht einer alleine irgendwo rum, oder? Ja, genau. Also es kommt drauf an, in welcher Situation du bist. Bist du jetzt wirklich vorm Feind? Es war so, wenn du jetzt einen Biwak hast oder auch ich sag mal, so ein kleines Dorf besetzt hast, dann bildest du quasi einen Kreis drumherum, der immer dünner wird. Das heißt, du hast im Dorf dann oder im Biwak hast du dann deine Hauptwacht, klar. Und dann kommt der eine Ring, die sind ziemlich eng zusammengezogen. Das sind dann die ersten Eingreiftruppen. Und dann kommt noch ein zweiter Ring, der ein bisschen dünner ist. Aber das oder ich sag mal, der Hintergrund des Verfahrens oder der Sinn des Verfahrens ist so, wenn der Feind anrückt, dann ziehen die ersten Posten sich zurück, halten ihn aber auf, verlangsamen ihn. Und dann treffen sie auf eine Linie, die schon so lange Widerstand leisten kann, bis der Haupttrupp ran ist. Das war der Gedanke. Ja, das dazu.
In Festungen und so war das natürlich anders. Da waren die dann die Forts besetzt, die Bastionen und so, dann ist das ganz anders als im Feld. Aber im Felde hat man sich dann so beholfen und das hat eigentlich auch immer, ich wüsste jetzt keine Geschichte im badischen Feldzug, wo das nicht funktioniert hat. Es gibt eine Geschichte aus der Ortschaft Bug, 1848 in Posen. Da erscheinen die Offiziere ziemlich arglos gewesen zu sein, weil die haben die Soldaten einquartiert und die polnische Bevölkerung hat dann in der Nacht angefangen, die bei ihnen einquartierten Soldaten zu massakrieren. Und laut Überlieferung soll dann ein Tambour es geschafft haben, sich auf das Dach seines Quartiers zu retten und dort Generalmarsch zu schlagen und dadurch seine anderen Kameraden zu wecken und aufmerksam zu machen. Ja, und ich glaube, wie das die Retourkutsche aussah, das können wir uns vorstellen. Hm. Ja, da sind nicht viele übrig geblieben von den Zivilisten. No. Man könnte jetzt beide Taten verurteilen, aber es ist halt Geschichte und es ist so. Hm. Ja, ich glaube, das war es schon fast zur Wache. Hm. Also Wachdienst selbst, es gab Fronten, dann ist der Offizier rumgegangen, hat dann oder musste dann überprüfen, ob seine Soldaten auch alle noch auf Posten sind. Und Wache stehen hat sich, glaube ich, bis heute nicht groß verändert. Das waren meistens 4 Stunden, die man am Stück Wache gestanden hat und dann abgelöst worden ist. Und im Winter konnten die Offiziere das sogar auf 2 Stunden verringern. Mhm. Also ich finde in der ganzen preußischen Armee von 1848, 49 immer diesen sozialen Aspekt zu finden, das überrascht mich immer wieder. Weil man doch immer irgendwie noch so die steifen Marotten von Friedrich dem Großen oder so im Kopf hat, wo wirklich eine Disziplin und dieses harte Soldatenleben, das erscheint mir eigentlich gar nicht mehr so hart im Nachhinein jetzt, was danach kam, so ab 1840. Hm. Und immer wieder glaube ich auch, dass das mit einer der Gründe war, warum die Armee nicht zum Volk gehalten hat oder nicht zum Volk übergegangen ist. Einer der Gründe ist. Mag viele Gründe gehabt haben, aber es überrascht mich immer wieder. Also, dass es ihnen einfach gut genug ging. Ja, also, dass man damals schon versucht hat, den Soldaten, dass das Soldatenleben auch so ein bisschen irgendwie an das Zivilleben anzugleichen. Mit dem möglichen. Also, ja. Ich lasse das mal so stehen. Hm. Sonst reden wir heute 2 Stunden. Gibt Schlimmeres. Ja, aber es gibt auch noch so viele Themen, worüber man sprechen könnte und wir müssen jetzt nicht 5 Podcasts über Preußens Armee machen. Wer da noch Fragen hat, der kann sich gerne melden, das bieten wir immer wieder an. Naja, oder wir machen einfach eine andere Folge darüber mal. Ja, genau. Wir können uns ja nochmal irgendwie was rauspicken, was vielleicht ganz interessant ist. Ja. Gab es noch, wie war sonst der Kontakt mit der badischen Bevölkerung? Du hattest schon erwähnt, es gab Einquartierungen. Was heißt ja, das Einquartierung denn? Ja, für den Soldaten und für den, wo er einquartiert wird? Ja, für den Soldaten ist das immer eine 50-50-Chance. Also erstmal eine Einquartierung ist schon mal für den Soldaten beliebter als das Biwak. Mhm. Er kann in einem Bett pennen, ganz klar. Im Biwak pennst du auf Stroh, Gras, Erde, Matsch, was halt gerade so unter dir ist, wo du ankommst. Die preußische Armee hat ja keine Zelte mitgeführt. Das heißt, die Jungs mussten, wenn es hieß, wir gehen ins Biwak, dann mussten die Jungs sich Äste schlagen, Hütten bauen, weil das war der preußischen Armee zu teuer mit den ganzen Zelten. Und dann mussten natürlich wieder Wagen her, die transportierten. Und der Tross war sowieso schon so lang. Und das alles nur Chaos. Und deswegen hat man gesagt, ach, weißt du was, Zelte, komm, zu teuer, machen wir nicht. Ja, du lachst. So. Und ja, wie gesagt, das war aber während der Napoleonischen Kriege hat man dann schon mit angefangen, da mussten die Jungs halt Laubhütten bauen. Und ja, die hatten ja auch nur ihren Mantel dabei. Die hatten keine Schlafsäcke, keine Isomatten, das gab es ja alles gar nicht. So. Wenn du dann Glück hattest und hattest irgendwo einen Bauernhof in der Nähe oder ein Kornfeld oder so, dann hast du kurz Stroh geschnitten oder Stroh aus der Scheune geklaut und dir da eine Strohschütte gemacht, darauf gepennt, was sehr gemütlich sein kann, ne? Aber wenn es von oben regnet, ist das Mist. So oder so. Und wie gesagt, keine Decke zum Schlafen, nur den Mantel, der jetzt auch nicht sehr dick war, aber ausreichend. Und dann ist doch so ein Quartier angenehm. Das sah so aus, es kommt
die Truppe kommt in das Dorf oder in die Stadt. Dann gibt es ein Furierkommando, einen Furieroffizier, der muss mit dem zuständigen Bürgermeister, Dorfschulzen, Stadtrat, wie auch immer, musste deren aushandeln. Wir haben so und so viele Soldaten. Wir brauchen so und so viele Betten. Und dann musste der gucken, okay, wie viele Soldaten kann ich wo einquartieren? Mhm. Wenn das jetzt in Friedenszeiten ist, wenn die in Preußen zum Beispiel auf Manöver waren und es sollte irgendwo einquartiert werden, war das natürlich angenehmer für die Bevölkerung, als wenn es in Kriegszeiten ist. In Kriegszeiten, also in Friedenszeiten wird natürlich geguckt, dass man die Bevölkerung, dass man der Bevölkerung auf Schlips tritt. Das heißt, ich habe ein Bataillon, das verteile ich dann auf viele Orte, weil ich kann sie verteilen. Das sind die sogenannten Weiten Einquartierungen, die Weiten Kantonierungen. Da muss ich meine Soldaten nicht beieinander halten. Aber in Baden war es natürlich so, da kam ein ganzes Bataillon in ein Dorf. Also ein Bataillon sind fast 1000 Mann. So ein Dorf von, was weiß ich, 20 Häusern. Ja, wie soll ich da 1000 Soldaten unterkriegen? Das heißt, die Offiziere, die gingen schon mal in das, wenn ein Privatier wohnte oder ein Großgrundbesitzer oder so, gingen die schon mal alle bei ihm rein. Und die anderen Soldaten wurden dann so verteilt, dass die in Anführungszeichen schlimmsten Demokraten erstmal die meisten bekamen. Okay. Als Strafe. Und dann wurde geguckt. Es musste natürlich, die Armee oder der Furieroffizier musste natürlich auch gucken, dass jetzt nicht die Soldaten bei den Ärmsten des Dorfes einquartiert wurden, weil wenn die Ärmsten nichts haben, kriegen die Soldaten auch nichts. Weil der Quartierwirt musste für das Essen und für alles andere für die Soldaten sorgen. Laut Vorschrift hatten die Soldaten Anrecht auf, was weiß ich, so und so viel Gramm Fleisch, so und so viel Gemüse etc. pp. Mhm. Um die Leute für den Aufstand zu bestrafen oder in Kriegszeiten, wenn wir jetzt zum Beispiel in Frankreich einmarschiert sind und ne, der Feind besiegt und bestraft und ausgeplündert werden. Aber bleiben wir in Baden, also um den Feind zu bestrafen, die Demokraten, und für die Preußen waren die Badener erstmal alle Demokraten, mussten die auch dafür bluten. So. Das heißt, die Reichsten und bekamen dann die Offiziere alle einquartiert und durften für die das ganze Essen machen. Ja, und wenn die jetzt bei mir einquartiert werden, die Soldaten, dann will ich natürlich nicht denen einfach nur einen Brotkrumen hingehen, weil dann sind die sauer. Und dann fangen die an, bei mir im Haus rumzusuchen und in den Weinkeller zu stürmen, meine Weinfässer alle zu zerschlagen und auszutrinken etc. Also gucke ich ja, dass ich die möglichst bei Laune halte. Ja, dafür plündere ich dann aber meine eigene Speisekammer. Und so ging es den in Abstufung ärmeren Leuten dann natürlich nicht anders. Der Schreinermeister des Dorfes oder so, der hat es vielleicht noch ein bisschen besser gehabt als der Tagelöhner oder Landarbeiter. Und wenn der jetzt sagt, okay, ich habe jetzt hier den verpflegt und dann hat mir dann die Armee das Geld gegeben, oder? In Friedenszeiten war das so, dann hat der, es gab dann einen Quartierältesten. Mhm. Der wurde bestimmt und der musste dann mit dem Wirt abrechnen. Das heißt, er hat dann, der Wirt hat eine Rechnung aufgestellt. Ich habe, was weiß ich, so und so viel Schnitzel und so viel Pommes gemacht für die Jungs. Jetzt, jetzt vereinfacht gesagt. Und hat das dann aufgeschrieben und der Quartierälteste, also der älteste oder der ranghöchste Soldat des Quartiers, der hat dann geguckt, ja stimmt, das haben wir bekommen, hat das dann unterschrieben, ihm also quittiert und damit konnte dann der Quartierwirt konnte dann zum Stadtrat gehen, das eine, und der musste das dann erstmal aus der Stadtratskasse oder aus der Stadtkasse bezahlen und hat das dann hinterher von der Armee dann zurückgefordert. Mhm. In Kriegszeiten haben die nichts gekriegt. Da ging ja alles auf deren Kosten. Ja, also in Baden, die durften das alles aus eigener Tasche bezahlen. Wenn sie Pech hatten, waren vorher die badische Armee da und hat Quittungsschein, aber dafür haben die ja auch nichts gekriegt. Die haben dann eine Quittung geschrieben und sind dann, ja, und der hat gesagt, ja, tut mir leid, und am nächsten Tag sind sie wieder hingegangen, da hat er gesagt, ja, tut mir leid, jetzt sind die Preußen halt sowieso nicht. Mhm. Ja, durfst du die Preußen auch noch durchfüttern mit dem letzten, was du vorhin in Baden dann versteckt hast, ja, was die Preußen dann gefressen haben, dann halt weg. Ja. Also doppelt verloren. Aber so hat man dann halt das Volk dafür bestraft, dass es sich gegen den Großherzog aufgelehnt hat, und das haben die in der Pfalz auch nicht anders gemacht. Also. Wobei da die Bayern einmarschiert sind, das waren ja quasi dann die heimischen Truppen, also die Preußen sind ja nur durch die Pfalz durch, haben die vor sich hergetrieben, die Insurgenten, und der Thurn und Taxis ist mit seinem bayerischen Chor ja dann später in die Pfalz marschiert. Mhm. Wenige Tage nur drauf und hat dann für Ruhe und Ordnung gesorgt, aber ich denke mal, die Jungs werden das
genauso oder ähnlich gehandhabt haben wie die Preußen. Mhm. Ja. Also selbst wenn du gar nicht rebelliert hast, hast du trotzdem die Arschkarte gehabt, weil du dann die ganzen Leute durchfüttern musstest. Wer auch genau. Immer. Ja, ja. So mal als Beispiel, was noch passieren konnte, nur mal als Randanekdote, hat mit der Verpflegung an sich nichts zu tun, aber die Stadt Walldürn zum Beispiel, die musste eine Volkswehr aufstellen, als der Aufstand losging. Die liegt ja auch sehr weit im Norden, das heißt, mussten ja davon ausgehen, dass die Preußen da zuerst einfallen, deswegen hat man dann da die Volkswehr auch aufgebaut, oder die hat man in ganz Baden aufgebaut, aber da mussten dann halt Uniformen, Waffen und Patronentaschen etc. beschafft werden. Mhm. Und die Stadt Walldürn musste dafür aufkommen. Da hat die Revolutionsregierung gesagt, so, ihr müsst aber einen Anteil davon bezahlen etc. Und dann haben die sich dafür verschuldet. Mhm. Und als die Preußen dann kamen und später die großherzoglichen Beamten, hatten die immer noch Schulden, mussten dann Reparationszahlungen an den Großherzog quasi leisten. Mhm. Und was ich so absurd finde, und die Kosten für die revolutionäre Volkswehr mussten sie trotzdem noch weiter bezahlen. Also auch die Gemeinden oder die Behörden oder die Stadt. Die Kosten dafür, also die gab es doch nicht mehr, oder meinst du die Zinsen? Ja, das ist doch das Witzige. Die haben quasi Uniformen gekauft oder Stoffe dafür, haben dafür Schulden aufgenommen oder beziehungsweise die haben das bezahlt, mussten das noch. Die Fabrik hat dann keine Ahnung, ne? Aber und die mussten das trotzdem noch weiter bezahlen. Das hat dann nicht, hatte keiner fallen lassen oder gesagt, hör mal, wenn deine Fabrik Stoffe für das hergibt, dann nee. Das war nicht verschwunden oder so. Das müssten die noch schön weiter bezahlen. Ah, okay. Also die Fabriken haben weiterhin ihr Geld gekriegt, auch wenn sie revolutionäre Sachen hergestellt haben. Ja, genau. Ein Hoch auf den Kapitalismus, oder wie? Ja, ne? Genau. Das funktioniert. Weil ich wette, der Fabrikbesitzer, der hatte sich nämlich mit der Flucht des Großherzogs wahrscheinlich irgendwo hin abgesetzt, hat seinen Prokuristen gesagt, hier, komm, mach mal, ne? Und ist danach wiedergekommen, hat gesagt, ja, das war ja nicht mein, also nee, ne, ich habe damit ja nichts, ich war doch hier bei Ihnen da in Koblenz oder wo auch immer. Das ist echt, naja, gut. Wie gesagt, nur eine Randnotiz. Ja, badische Bevölkerung, der Kontakt. Es gibt eine schöne Anekdote in einem Tagebuch von einem Soldaten, wo er beschreibt, er selber ist Landwehrmann aus Sachsen-Anhalt, glaube ich, ja, damals Preußisch-Sachsen. Und er beschreibt dann, der ist also im Neckarkorps gewesen. Und das Neckarkorps war das Bundeskorps, wo halt verschiedene Länder, Mecklenburger, Nassauer, Hessen, Bayern und so, die waren in diesem Korps. Und die marschieren dann durch so ein Dorf und marschieren hinter einer nassauischen Einheit. Und da steht halt so eine alte Frau am Straßenrand und die fragt dann halt immer, ne, wo kommt ihr jetzt her? Ja, wir sind die Nassauer und dann der Nächste. Und sie fragt ihn dann halt, ja, und er sagt, ja, wir sind Preußen. Und dann ringt sie die Hände und schreit, ach, die Preußen, dass ich in meinem Alter noch die Preußen erleben muss. Und dann beschreibt er halt hinterher, dass er dann in diesem Dorf, wird er dann einquartiert und dann kommt er mit den Menschen ins Gespräch und dann erfährt er erstmal, wie die Preußen gesehen haben, dass sie dann Angst hatten, dass sie wirklich da reinkommen, die Kinder aus den Häusern zerren, draußen zerhacken und aufs Feuer legen und die dann essen. Solche Geschichten hatten die gehört und die sind dann halt hinterher, das ist eigentlich der Grund, warum er das beschreibt, dass sie so überrascht sind, dass die Preußen gar nicht so schlimm sind, wie sie von denen gehört haben. Also da muss vorher so eine Propaganda gelaufen sein, dass man wirklich gesagt hat, ey, wenn die Preußen kommen, dann ist es vorbei. Wenn ihr die reinlasst, dann gute Nacht. Ne? Mhm. Dann fressen die euch auf. Aber es gibt auch wieder viele Themen oder viele, viele Punkte, wo angesprochen wird, wie positiv eigentlich die badische Bevölkerung gegenüber den Preußen und andersrum auftritt. Mhm. In Sinsheim beim Einmarsch, als die Preußen da eingefallen oder einmarschiert sind, müssen die ziemlich gewütet haben, in Heidelberg wohl auch. Und da ist auch wieder so eine Begegnung, da kommt der Tagebuchschreiber, der berichtet halt, der Chronist, wie er in eine Straße geht, wo wirklich die Möbel aus den Fenstern geschmissen werden, die Leute aus den Häusern gezerrt und verprügelt und mit den Bajonetten malträtiert werden und geht er halt in so einen Krämerladen, weil er unbedingt Schreibpapier braucht, weil er nach Hause schreiben möchte. Mhm. Und dann geht er in den Krämerladen und er ist selber Landwehrmann, also ist er jetzt in dem Sinne
sag mal, kein hauptberuflicher Soldat in Anführungszeichen, sondern er kommt quasi aus dem Zivilstand, ist erst seit vielleicht einer Woche Soldat, so lange dauerte vielleicht der Marsch, und kommt jetzt in diesen Laden, möchte Papier haben, die geben ihm natürlich aus Angst alles, was er haben will, ne, legen die da vor ihn hin, und er fragt dann halt nach dem Preis. Und ja, der Krämer sagt ihm das dann natürlich auch, und er bezahlt dann, und wie er dann rausgeht, beschreibt er dann, wie der Krämer dann, wie er hört, wie der dann zu seiner Frau sagt, er scheint aus einer anderen Welt zu kommen. Also du hast halt, ne, die Schweine, die wirklich da losgelassen worden sind von ihren Offizieren und das voll ausnutzen, weil sie wirklich machen können, was sie wollen, ohne dafür in irgendeiner Weise bestraft zu werden. Und auf der anderen Seite hast du halt die Soldaten, die das nicht ausnutzen, die halt menschlich bleiben und zivilisiert und sich nicht gehen lassen. Hm. Es gibt auch aus Sinzheim, es gibt ein Buch, das hat ein preußischer Soldat geschrieben, der anonym bleibt, also seinen Namen nennt er nicht. Das Buch nennt sich auch, der Titel ist, glaube ich, Die Reue eines preußischen Soldaten. Und der beschreibt zum Beispiel auch aus Sinzheim, dass Soldaten in ein Haus eindringen und da nur die Töchter des Hausherrn vorfinden, die sich versteckt hatten. 14 und 16 sind die Mädchen. Und nach einer halben Stunde ist da quasi eine halbe Kompanie drüber und die Mädchen tot. Hm. Manche Geschichten aus Baden, die sind durchaus dazu geeignet zu verstehen, warum der Preuße in Baden, wenn man das badische Wiegenlied zum Beispiel nimmt, warum diese Angst oder dieser schlechte Ruf der Preußen da geherrscht hat. Mhm. Wie das nun mal so ist, die Taten weniger, die so grausam sind, die bleiben halt im Bewusstsein der Bevölkerung hängen. Mhm. Und die werden, ich meine, die Propaganda hat ja auch damals wirklich schon funktioniert. Also, ne, wie ich gerade sagte, mit der Frau, was oder mit der Bevölkerung dieses Dorfes, was sie für eine Angst vor den Preußen hatten, wirklich geglaubt haben, dass die ihre Kinder fressen. Und andererseits sind die Preußen marschiert und haben dann die haben dann einen Kameraden, oder es war ein Husar, glaube ich, der war gefangen genommen worden von den Badenern, den haben sie dann aufgehangen, haben ihm die Ohren abgeschnitten und den verstümmelt. Und die Soldaten sind halt dran vorbeimarschiert und bei der nächsten Gelegenheit, wo sie dann badische Freischärler oder Soldaten in die Finger gekriegt haben, haben die genauso massakriert. Mhm. Ja, einfach nur aus Wut und Rache und also das war so aufgeheizt. Ja, dieser Kreislauf des Morden. Ja. Gewalt, ja. Und die Offiziere, die haben die dann immer gewähren lassen oder nur manchmal oder nur in bestimmten Situationen? Es gibt eine Geschichte, das ist während der Kämpfe am Neckar passiert. Da wurden gefangene Freischärler von einem Armeetrupp nach hinten gebracht und kamen an einem Landwehrregiment vorbei. Und dieses Landwehrregiment, diese Landwehrsoldaten waren natürlich extrem sauer auf die Demokraten. Weil die Landwehrsoldaten meinten, hör mal, Leute, die Sache ist doch sowieso verloren, warum macht ihr den ganzen Scheiß hier? Und warum muss ich jetzt meinen Job verlieren, weil ich hier in die Landwehr rein muss und ist alles Mist. Und die waren natürlich extrem sauer, allein schon über ihre Situation. Die hatten vielleicht einen Job, wenn ich mir überlege, die haben vielleicht, was weiß ich, als Schreiner oder so gearbeitet, haben vielleicht ihre 4 Taler in der Woche verdient und verdienten jetzt im Monat 2 Taler. Ja, na gut, die hatten Kostlogie frei, aber was bringt dir das, ne? Mhm. Wenn du zu Hause Familie hast und so. Natürlich waren die sickig. So. Und dann kommen diese Typen da an dir vorbei, von denen du dann die Geschichten gehört hast, wie die Kameraden verstümmeln oder keine Ahnung, wie die mit Brandbomben und Minen und so arbeiten. Und du hast echt einen Brass auf die. Ja, auf jeden Fall sind die an dieser Kolonne vorbeigefahren in ihrem Heuwagen, wo sie dann angebunden waren. Und mit einem Mal hat sich das irgendwie so entladen, die auf dem Wagen drauf, die Landwehrsoldaten haben angefangen mit ihren Säbeln und Fäusten die Gefangenen zu malträtieren und die Offiziere, die haben dabei gestanden. Die haben sich das, ja, bis es dann irgendwann wahrscheinlich den ersten Toten gab. Auf jeden Fall wird beschrieben, dass es gab beides. Der Chronist, der das beschreibt, auch wieder ein Tagebuchschreiber, der beschreibt, dass sich auch
normale Soldaten wie auch Unteroffiziere sowohl beteiligt wie auch dagegen gestellt haben, die also versucht haben, ihre Kameraden wieder darunter zu ziehen. Der beschreibt aber auch, dass die Offiziere beiseite gestanden haben und quasi abgewartet haben, so als würden die, was weiß ich, nach 10 Minuten sagen, so jetzt haben sie genug, ne? Unsere Soldaten haben Spaß gehabt und die Arschlöcher haben da ihre Packung gekriegt und ja, und dann kam halt der Bataillon, beziehungsweise ich glaube der Kompaniearzt war es und der zuckte dann auch nur mit den Schultern, weil einfach nur sinnlos gewesen ist und verarztet notdürftig, damit sie dann weitergebracht werden können. Mhm. Weil, also, es gibt so viele Berichte auch aus dem Gefecht bei Upstadt, wo die Preußen die Kirche hochstürmen und im Kirchturm oben hatten sich Freischärler verschanzt. Mhm. Auch der Gefecht ist schon runtergeschossen und die sind dann halt hoch auf den Turm. Ja, wo sollten die Jungs hin? Ne? Hatten keine Möglichkeit, aber haben sich oben ergeben. Angeblich haben die Preußen sie dann runtergeschmissen. Und denen, die sich noch irgendwie festgehalten haben oben an der Brüstung oder am Fenster, den haben sie dann noch die Finger abgehackt. Also, ne? Mhm. Da wurde nichts geschenkt. Andersrum gibt es Berichte von preußischen Wachposten oder so, die aufgebracht worden sind, die dann auch am nächsten Morgen verstümmelt vorgefunden wurden. Die einen hatten Angst vor den Preußen und wussten, wenn ich die jetzt nicht abmurkse, dann fressen die meine Kinder. Und die anderen hatten gerade ihre Existenz verloren oder durften wieder neu anfangen, wie auch immer, und mussten da jetzt in diesen blöden Krieg und war sowieso alles Mist. Und die Motive an sich, ich glaube, die Zeit selbst war auch ein bisschen, man kann das vielleicht gar nicht mehr so nachvollziehen. Also wenn ich mir Bücher durchlese, die sich so mit der Sozialisation der jungen Männer damals befassen, auch mit der Gesellschaft an sich, Messerstechereien oder so Sachen, wo wir heute sagen würden, ach, das hat es früher nicht gegeben. Doch, das hat es früher alles schon gegeben. Mhm. Ja, da sind die Studenten, sind abends losgezogen, wenn sie getrunken haben, haben sich irgendeine Kneipe gesucht, wo sie genau wussten, da sind die Handwerksburschen drin und dann sind die da rein und da hat es da Keile gegeben. Oder das, die Jungs aus dem einen Dorf sind in das Nachbardorf. Ich glaube, das gibt es in, ich will nicht sagen, aber in Bayern kann ich mir das vorstellen, dass es das noch gibt, oder meinetwegen in Thüringen oder so, wo diese Dorfrivalitäten heute immer noch bestehen. Und damals sind die Jungs losgezogen, weil der eine Junge aus dem Dorf hat dem Mädchen aus dem Dorf schöne Augen gemacht. Das kann nicht hingenommen werden. Und dann haben die sich damit Knüppeln, Messern und was weiß ich dann angeliert. Und das haben die Soldaten, die waren ja alle um die 20. Ne? Das haben die alles mit in die Armee gebracht und dann auch ausgelegt. Und wenn der Offizier schon nichts sagt, ja, warum sollen sie es dann nicht machen? Also aus deren Sicht her, ne? Harte Zeiten. Ja, für alle. Für alle, genau. Ja, aber ich glaube, so als das mit Rastatt vorbei war, hat sich, ich glaube, schon währenddessen, also nach Waghäusel, hat sich im Süden Badens auf jeden Fall die Meinung zur Revolution stark geändert. Da hatte die Revolutionsregierung schon Schwierigkeiten, die Wehrpflichtigen in die Volkswehr zu bringen. Die haben sich teilweise auch mit Waffengewalt gegen die Einberufung gewehrt und sich in den Dörfern zusammengetan, um wenn die Werbeoffiziere bzw. die Einberufungsoffiziere kamen, die verjagt. Also da hat sich die Stimmung schon gewandelt und das werden die preußischen Soldaten auch mitbekommen haben auf ihrem Marsch nach Süden. Mhm. Da wurden die Dörfer festlich geschmückt, wenn genau klar war, okay, morgen kommt hier eine preußische Einheit durch, einfach A, um die gut zu stimmen und ja, damit schützt man die eigene Bevölkerung. Hat das funktioniert? Ja, also ich wüsste jetzt keine Geschichte, wo klar, die sind reingekommen und dann ging es erstmal los, so, wer waren die Demokraten? Ne, da wurden Hausdurchsuchungen gemacht, die wurden meinetwegen auch noch malträtiert oder so, aber der Großteil der Bevölkerung, die einfach nur ihr Leben gelebt haben, ich glaube, ja, die hatten natürlich mit Einquartierungen noch zu kämpfen, aber nicht so, dass die irgendwie noch drangsaliert worden sind. Ich glaube, nach Rastatt war das wirklich vorbei. Mhm. Das war wirklich das Schlimme dann an der waren dann die Festnahmen. Das haben ja hinterher dann auch schon wieder badische Gerichte übernommen. Das ging ja eigentlich relativ schnell. Mhm. Und die Preußen waren halt wirklich nur noch als Schutz- und Polizeimacht vor Ort. Bis Ende 1850. Und in Rastatt dann ja später länger als Bundestruppen. Aber so dieses Aggressive, das hat sich dann gelegt. Ich glaube, die Soldaten waren auch irgendwann müde und waren eigentlich froh, dann ihren Frieden zu haben und einfach nur noch da
Ja. Okay. Was haben die hatten während der Belagerung von Rastatt? Ja. Wie war das da? Was haben die Leute, die Soldaten gemacht? Ja, ich hatte den einen ja schon genannt, der da baden gegangen ist. Ansonsten war das, beschreibt einer das Lager von Rastatt, also so, dass da sehr viel Langeweile geherrscht hat, weil die da quasi bivakiert haben. Und das war auch das erste Mal wieder, wo die Armee Zelte geliefert hat. Wenn die großen Herbstmanöver, einmal im Jahr, im Herbst, war immer ein großes Herbstmanöver bei der preußischen Armee. Mhm. Und dafür hatte die Armee große Mannschaftszelte, wo dann Kompanien drin untergebracht werden konnten. Die hat man, weil man ja wusste, die Belagerung geht ein bisschen länger, da konnte man die dann ranschaffen. Und da hat man auch Zelte aufgebaut, teilweise hat man aber auch Hütten gebaut, aus zum Beispiel, ich komme jetzt nicht auf den Namen von dem Vorort von Rastatt, Niederbühl, genau, wurde ja zerschossen von den Baden, als die Preußen da versuchten, sich festzusetzen. Und da hat man dann Holz und andere Materialien rausgeholt, um sich Unterstände oder kleine Hütten zu bauen. Und der Soldat beschreibt zum Beispiel, dass es einem Offizier ganz wichtig war, dass im Lager alles sauber war. Also sie mussten täglich einmal dadurch wirklich die Wege mit Streu oder mit Holzbohlen und so auslegen, dass das alles schön akkurat aussah. Was jetzt so typisch preußisch klingt. Mhm. Und ansonsten haben die da gewartet, ständig in der Angst natürlich, dass die Badener aus Rastatt einen Ausbruch versuchen. Ja, also ich glaube, so eine Ausnahme wie mal eben schwimmen gehen oder so, die war selten. Anders war das natürlich für die Truppen, die jetzt in den umliegenden Dörfern einquartiert waren, vielleicht entlang des Neckars oder etwas im Hinterland, die nicht direkt im Belagerungsring drin waren. Ich kann mir vorstellen, dass das Leben da in Anführungszeichen ein bisschen lockerer war. Und die da, wie gesagt, das war so eine Zeit, da gab es keinen Drill, weil man einfach die Leute beisammen haben wollte. Mhm. Dass man eben, was weiß ich, so eine Sektion oder so rausmarschiert, um was weiß ich, auf Scheiben zu schießen oder so. Hat es sicherlich auch gegeben. Ja, die Offiziere werden während des Feldzugs schon gemerkt haben, wo die Defizite ihrer Truppen sind. Und wenn die Gelegenheit hatten, werden sie auch versucht haben, daran zu arbeiten. Aber im Großen und Ganzen, ich glaube, jetzt sind leider nur 4 Tagebücher, aber die beschreiben alle, dass das so langweilig gewesen ist und die so viel, in Anführungszeichen, sinnlose Freizeit gehabt haben, wo sie nichts mit sich anzufangen wussten, einfach weil sie nur da gesessen haben und gewartet, dass jetzt irgendwie was passiert. Hm. Okay. Ja. Aber ich glaube, ne, das war wieder die Zeit, wo man zusammengesessen hat, vielleicht Karten gespielt, gewürfelt, vielleicht auch getrunken. Haben wir, wurde denn Alkohol offiziell ausgegeben? Ja, der Schluck auf den König, ne? den Branntwein. Da hat Preußen ja lange dran festgehalten, aber das war jetzt, wie gesagt, der Schluck, der war rationiert, den gab es morgens oder so. Ich muss jetzt nochmal nachgucken. Was war der Schluck auf den König? Ja, da gab es. Ja, ich überlege gerade, ob es. Ich kann das jetzt schlecht sagen, wie viel. Also von der Menge her, ne? Mhm. Jeder Soldat hatte so einen Becher, den hat er dann vorgehalten, dann ging der Feldwebel rum, hat überall was reingegossen und dann wurde auf den König angestoßen und dann wurde der Schluck getrunken und dann. Ich weiß nicht, ob das früher mal medizinische oder mutfördernde Hintergründe hat, müsste ich vielleicht mal in diese Richtung recherchieren. Das habe ich ehrlich gesagt noch nicht getan. Mhm. Es gibt manche Dinge, die nimmt man so hin. Ja, weil das irgendwie, es scheint so ein Ritual zu sein. Ja, okay, dann war das halt so. Aber warum? Ah, das ist eine gute Frage. Könnte ich mal gucken. Mhm. Vielleicht sollte das reinigen von innen, wenn man das morgens gekriegt hat oder so. Also vor der Schlacht könnte ich mir noch vorstellen, ne, dass Alkohol enthemmt, gibt ein bisschen Mut, macht den Soldaten ein bisschen leichtsinniger oder risikofreudiger oder bereiter. Aber ja, ansonsten konnten die Soldaten natürlich sich selbst was kaufen. Das Wasser an sich galt zu der Zeit ja eher als unrein, also Bier war eigentlich überall Grundnahrungsmittel. Mhm. Ja, der eine trank ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger. Man muss halt nur gucken, dass man nicht aufgefallen ist. Ja. Aber es wurde jetzt nicht irgendwie offiziell dann ausgegeben, sondern halt nur dieser
Schluck Branntwein einmal am Tag auf den König. Ja, genau. Und ich meine, das wird auch in einem Tagebuch zumindest thematisiert, dass die lange auf ihre Ration gewartet haben und dann kommen Graupen, Branntwein und Fleisch. Also den werden sie definitiv noch bekommen haben, diesen Schluck. Aber die hatten von ihrem Soll, konnten die sich ja kaufen, was sie wollten. Warum denn nicht? Natürlich nicht in den Mengen. Aber Wein zum Beispiel ist, glaube ich, im Baden auch damals schon viel getrunken worden und auch überall vorhanden gewesen. Also man konnte drankommen. Und wenn du in einem Land lebst, wo du dich sowieso nach Belieben bedienen kannst, dann nimmst du halt mal 3 Flaschen oder 5 Fässer mit. Ja gut, 5 Fässer im Rucksack wird auch schwer, ne? Keine Kegel, aber Fässer Wein. Die werden ja mit der Zeit leichter, die Kegel nicht. Ja, natürlich. Okay. Um das noch abzuschließen, also ich kenne keinen Bericht oder keine Geschichte, wo die, wie man das aus späteren auch, oder zumindest ich kenne es jetzt aus dem amerikanischen Bürgerkrieg, wo die Soldaten sich da hingesetzt haben im Lager und dann einen aufgesetzt haben. Also ich glaube, dafür hatten die auch keine Zeit. So lange waren die nie an einem Ort. Ich will nicht sagen, dass sie es dann nicht versucht hätten, aber ich kenne keinen Bericht, wo das geschehen ist. Im Bürgerkrieg hat man gehört, dass die Leute dann in den Gewehrläufen den Alkohol reingeschmuggelt haben. Ja, bei Preußen undenkbar. Warum? Ja, ich bitte dich. Also, wenn du da ein Ausrüstungsstück verloren hast, dann konntest du ja schon quasi in den Knast gehen. Ich behaupte, also ich habe einen Richtfaden gelesen, eine Richtlinie, wonach die Waffen alle 2 Tage inspiziert werden sollten. Also wenn du dann da deinen Alkohol drin hast. Aber, es wäre auch nicht nötig gewesen, weil waren die Preußen in Anführungszeichen nicht so prüde wie die Amerikaner in Bezug auf Alkohol. Und B, du konntest ihn ja einfach in deinem Brotbeutel oder deinen Tornister so eine Flasche drin haben. Da hätte ja keiner was gedacht. Oh, okay. Naja, dann. Und C, mit so einem Schwarzpulverschmodder da, wenn du es nicht gereinigt hast, dann noch den Alkohol zu trinken, ich weiß nicht, dröhnt vielleicht 2-fach, keine Ahnung. Ich möchte es nicht ausprobieren. Nee, hey, irgendwie nicht so richtig, ne? Okay. Geil. Jo, sind wir schon wieder fast so lange wie bei den anderen Teilen, siehst du? Aber wir haben es vielleicht mal abgeschlossen. Ich weiß nicht, ob noch was kommt. Was mir einfällt, so Preußen und Westfalen, da gab es einen YouTube-Kanal. Ich glaube vom Landesverband. Genau, der ist ganz interessant, so zum Thema auch, wie sich Preußen dann zusammengefügt haben. Das ist zeitlich etwas später, es war dann 72, glaube ich, oder? Es war ja nach dem 71er Feldzug. Genau, also sie trinken, glaube ich, schon alle auf den Kaiser, also es muss auf jeden Fall danach sein. Ja, wir packen es mal in die Podcast-Beschreibung. Die Uniformen sind noch ähnlich. Oder sie ziehen zumindest fast so aus wie die ihr 48er anhabt, oder? Ja, fast. Kleine Akzente sind anders. Ja, der Kragen zum Beispiel, der Rockschoß. Ne? Also allein beim Rock, der Helm ist niedriger schon. Allein beim Rock, der Helm ist niedriger. Der Kragen und der Rock beim. Also der Schoß beim Rock, meine ich. Und der Helm ist auch niedriger. Okay, ja. Also der Kragen ist durchgehend rot. 1849 hat dann noch die roten Patten, war eigentlich blau. Und der Schoß war damals noch geschlossen, hatte keinen Schlitz. Nur, ich glaube, die Ärmel sind 1870 auch schon weiter. Das sind so kleine, die wahrscheinlich keinem auffallen, der nicht so ein Reenactor-Freak ist wie wir. Ja, das kann sein. Okay, möchtest du noch etwas zu dem Zeitvertreib oder Lager erzählen, noch irgendetwas zum Schluss? Ich glaube, dass wir alles grob umrissen haben, was interessant ist, was man mitnehmen kann. Wir könnten jetzt noch in viele Details gehen, aber das würde dann zu weit führen. Okay. Dann, alle draußen, danke für die Zeit, die ihr euch genommen habt, uns zuzuhören. Wenn ihr Fragen habt, Themenwünsche, Anregungen etc., dann immer her damit, schreibt uns irgendwie an. Wir haben jetzt in letzter Zeit auch ein paar Interessenten an sich für die Gruppe bekommen, die sagt, na, sie würden da gerne mal reinschnuppern. Also wenn ihr mal sagt, oh, gut, da hättest du irgendwie Interesse dran,
Es muss nicht immer Militär sein. Also wir haben ja auch einen zivilen Teil. Dann schreibt uns einfach an und dann setzen wir uns mit euch in Verbindung und dann schauen wir mal, was wir machen können. Dieses Jahr ist eher... Dass ich dir da reinspreche, aber ich würde mich sehr über weitere Zivildarsteller freuen. Das ist so facettenreich und interessant. Ja, gerne. Das stimmt. Vor allem, umso mehr Zivilisten sind, umso eher kann man die Preußen wieder aus dem Land jagen und muss nicht das Essen mit ihnen teilen. Ja, aber umso größer ist die Vielfalt dessen, was wir uns so alles rauben können. Okay. Also wenn ihr Lust habt, sagt Bescheid. Dann danke ich dir für deine Zeit. Ja. Und dann überlegen wir uns mal, was wir als nächste Folge irgendwann dann aufnehmen werden und veröffentlichen werden. Ja, vielleicht sollten wir mal ein ziviles Thema nehmen. Essen finde ich gut. Was, Essen? Ja, keine Ahnung. Irgendwas Ziviles. Fällt mir sofort bei Essen ein. Aber ja, die Geschichte des Dorfschulzen oder die Aufgaben, die finde ich auch ganz interessant. Aber wir können ja nochmal gucken. Ja, vor allem das mit dem unterm Apfelbaum liegen gefällt mir sehr gut. Das ist deine Interpretation der Aufgaben. Aber vielleicht kriegen wir noch eine schöne Anregung aus der Hörerschaft irgendwie. Das finde ich ganz cool. Einfach mal, ja, wo man erstmal nicht so mit rechnet. Vielleicht kommt ja noch irgendwas Nettes. Ja. Okay, dann euch schönen Tag noch, schönen Abend. Dir vielen Dank für die Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, tschüss.